Lieben und welcome back bei mir. Mein Name ist Steffi und ich bin unabhängige Sensiberaterin. Heute, wie sagt man so schön, let's talk about unsere Sensi-Buddies. Tada! Eine kleine feine Auswahl. Also, unsere Sensi-Buddies. Ich habe hier schon wieder was im Auge. Sind kuschelig weich. Also es sind Stofftiere. Also für jeder, der es noch nicht weiß, es sind Stofftiere, die man zum Duften bringen kann, aber nicht muss. Das heißt, jeder Sensi Bunny hat meistens entweder hier am Rücken oder hier unten am Bobbers einen Reißverschluss. Und ich sage immer, das ist ein Geheimfach. Ein Geheimfach, um zum Beispiel einen Sandpack eurer Wahl. Also bei den normalen ist es jetzt. Also wir reden jetzt erstmal über die normalen in Anführungszeichen. Zu den Disney und Kollektionen kommen wir noch. Also wir haben jetzt hier den Löwen. Ich habe leider den Namen vergessen. Tut mir leid, ich habe auch noch einen Dalmatiner hier und ein Seepferdchen. Wir sagen jetzt mal, das ist der normale. Im Katalog befindet sich in dieser Saison die Jenna. Diese süße, rosane Giraffe. Es ist meistens so, dass diese hier zwischen 35 und 42 Euro kosten. Es ist immer, man kann sich immer, immer, immer einen Sandpack aussuchen. Und man kann sich sogar einen Disney-Sandpack aussuchen zu den beiden. Dann wäre das jetzt zum Beispiel 42 Euro für einen Disney-Sandpack, der normalerweise 10,75 kostet und der Buddy. Und dann habt ihr dahinter eben das Geheimversteck. Da könnt ihr entweder das Sandpack reinquetschen, also was ich nie mache. Also ich... Nein, stopp, falsch. Ich muss dazu sagen, in einem einzigen Buddy. Und ich habe ein paar. Also hauptsächlich Disney. In einem einzigen Buddy habe ich seit fast 2 Jahren ein Sandpack drin. Und zwar ist es mein Olaf. Im Olaf. Ich hole ihn mal schnell, sonst ist er beleidigt mit mir. Da ist er. Hallo. Also beim Olaf zum Beispiel ist der Reißverschluss hier unten. Also er sitzt quasi drauf. Und tada! Seit fast 2 Jahren habe ich das Olaf Sandpack im Olaf drin. Und es riecht noch minimal. Also das war wirklich der einzige Buddy, wo ich ein Sandpack rein habe. Mein Olaf. Genau. Aber das Geheimfach, wie ich immer so schön sage, es muss ja nicht unbedingt für unser Sandpack sein. Es kann zum Beispiel auch sein, ein Sorgenfresser. Ein Täschchen, wo man die Milchzähne für die Zahnfee versteckt zum Beispiel. Dann für Geld. Es gibt Kinder, die nehmen den überall mit hin.
Und das Gute ist, wenn er, sagen wir jetzt mal, nach Chemie-Time duftet und ihr habt jetzt ein Kleinkind, wird krank, um Gottes Willen, ich wünsche es keinen, aber ist ja schon oft passiert, dass man ins Krankenhaus muss. Blöd. Aber wenn ihr jetzt dann seinen Buddy dabei hat und der riecht nach Chemie-Time und er verbindet Chemie-Time mit zu Hause, mit seinem Bettchen, mit dem Zimmer, mit seinem Spielzeug, dann ist das vielleicht dann schon gar nicht mehr so schlimm. Kann ich mir vorstellen. Meine Kinder sind erwachsen, ich kann das leider nicht mehr testen. Aber dieses Fach hier ist so viel mehr wie nur ein Halter für den Sandpack. Also die Kinder sind da echt kreativ. Also man kann auch, wenn man als Erwachsener welche hat. Ich könnte jetzt zum Beispiel in jeden Buddy könnte ich jetzt einen Zettel reintun mit einem Wunsch. Zum Beispiel. Ist dann ein Wunsch-Buddy. Also, oder Ziele oder. Ach Gott, die Möglichkeiten sind unendlich. Strubbelchen. Die sind wirklich kuschelig weich. Und es sind meistens immer verschiedene Materialien. Meistens immer zwei. Also hier sieht man auch die Pfötchen. Hier sind Cord. So Cord. Und der Rest ist kuschelig weich. Ja. Und dann kommen die strubbigen Haare noch dazu. Und schön ist er. Es hat auch jeder an der Seite hier immer die Stickerei mit dem Stern. Und entweder auf einer Pfote oder auf einem Fuß steht immer Sensi. Kann natürlich auch schon auch mal am Arsch stehen. Die sind meistens sind sie 41 cm groß. Es kann natürlich sein, und ich denke, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich mich täusche, aber es könnte sein. Nein, die sind auch 41. Ich dachte, die Mickey Maus sind größer. Es gibt da natürlich auch Buddies, die sind kleiner. Und es gibt auch Buddies natürlich dann auch von Disney, die kosten dann nicht so viele, wenn man zum Beispiel Mike heißt und ausschaut wie eine Bowlingkugel. Dann ist man, glaube ich, nur 16 cm hoch. Wie es halt so ist, ne? An der Größe scheitert es meistens. So, das hier sind also, ich sage jetzt mal hier die normalen, wo auch die Jenna dazugehört. Dann gibt es auch manchmal, wie ich jetzt vorhin gesagt habe, Kollektionen. Also was heißt Kollektionen? Aber wo halt dann wirklich mehr von einer Sorte kommen. In dem Fall Einhörner. Wer mag keine Einhörner? Und das ist sogar ein fliegendes Einhorn. Das ist Hayley und die hat Flügel. Die hat ihren Reißverschluss hier hinten, hat ein buschiges Schwänzchen und hat hier noch Stickereien. Und da ist auch wieder dieses Zwei-System. Ne? Hier haben wir so Glitzerstoff und es ist nichts schädlich. Also die Kinder können da dran rumkatschen und am Horn rumbeißen. Ich glaube, da fällt dann eher das Horn ab, wie dass dem Kind irgendwas passiert. Also die Sachen sind nicht giftig. Die sind getestet, dass sie überhaupt zu uns auf den europäischen Markt dürfen. Und da passiert gar nichts. Außer bei mir da gerade draußen auf der Straße. Deswegen habe ich geguckt. Ja, Hayley ist auch wunderschön. Gibt es natürlich auch Einhörner, gab es noch mehr. Ein weißes, ein rosanes und ein lilanes. Die sieht man hier noch da zwei Stück hier im Hintergrund sitzen. Mit dem anderen haben sie Streit, deswegen sind sie nicht gut aufeinander zu sprechen. Und wir haben ja jetzt, da ich ja mit dem Olaf schon die lizenzierten Buddies angesprochen habe. Ah, was
soll ich sagen, Leute? Halloween kommt. Und so viel sei verraten, die beiden sind auch wieder dabei. Die kosten natürlich, weil es ja Disney ist, etwas mehr. Meistens sind die Disney je nach Aufwand zwischen 57, nein, manchmal auch 50, 50, zwischen 50, 57, 64. Ich denke, die beiden haben 64 gekostet. Ich bin mir nicht mehr sicher. Der Check. Der Check. Pumpkin King. Da ist er. Er hat einen schönen Frack. Also ich liebe ihn ja, vor allem seine Fliege. Eine Fliege. Und die Schüche. Sind die nicht cool? Sind so eine Art Kunstleder. Und da steht Sensi drauf. Er ist toll. Er ist wirklich toll. Und letztes Jahr kam seine Freundin, die Sally. Mit ihrem roten Haar und ihrem Flickenkleid. Ach ja, die hat ihren Reißverschluss auch hier hinten. Unter der Kleidung. Die Sally. Ja, und meistens bei denen ist es so, bei den Lizenzierten, ist immer eigentlich der Sandpack, in dem Fall der Jack, mit dabei. Die sind so schön. Ja, bevor ich jetzt hier noch weiter schwärme. Ja, also, wir haben eben die normalen, wie es Löffchen oder die Jenna. Dann öfters mal so Specials, wie jetzt Hayley das Einhorn. Und dann haben wir natürlich unsere lizenzierten Disney oder Star Wars, Marvel, wie sie alle heißen. Winnie Pooh. Wir warten ja alle gespannt noch, dass der Aladdin endlich kommt, der Genie. Ich warte Ende September, kann ich endlich mein Pua abrufen, mein Schweinchen. Wer nicht weiß, von wem ich hier rede, Pua. Aus Moana, das Schweinchen. Weil ich öfters jetzt gefragt worden bin, kann man die in die Maschine stecken? Also, auf dem Schild steht Handwäsche, beziehungsweise Jein. Also, wenn man jetzt, sage ich jetzt mal, wenn jetzt so ein Buddy wirklich von oben bis unten voll gekübelt ist, jetzt mal mit rotem Saft oder orangen Karottenpüree, ich würde es trotzdem mal mit lauwarmem Wasser versuchen einzuweichen. Waschmaschine kann halt wirklich passieren, dass entweder, also bei sowas hier oder auch bei der Hailey, dass da definitiv die Haare verfilzen. Dass definitiv die Haare verfilzen und er ist halt dann nicht mehr flauschig. Wenn, dann würde ich wirklich sagen, mit einem feuchten Tuch, wenn es jetzt punktuell ist, mit so einem feuchten Tuch ein bisschen drüber rubbeln, dann geht das schon. Waschen würde ich wirklich vorsichtig sein. Also ich habe noch keine meiner Buddies gewaschen. Gut, meine sitzen ja auch nur rum. Wo wollen die dreckig werden? Es ist wirklich. Nein. Nein. Also am besten wirklich nur punktuell. Weil sonst habt ihr wirklich keine Freude dran. Also, wie schon gesagt, ich denke mir, es ist wirklich die
Also sie lösen sich nicht auf, aber ich denke mal, sie würde nicht mehr so aus der Waschmaschine kommen, wie ich sie reingetan habe. Sagen wir es mal so. Und da die ja hier auch noch so eine Fütterung drin haben, es fühlt sich so an, so wie kleine Kügelchen. In den Beinchen nicht, da müsste eventuell Watte oder sowas drin sein, aber hier am Boppers sind mit Kügelchen. Oder habe ich da ein Sandpick drin? Ich erzähle ja gerade, dass ich nur einen drin habe. Nein, ich habe keinen Sandpick drin. Nein. Ich weiß, dass nur im Olaf einer drin war. Nee, es tut mir leid, ich musste jetzt auch mal einen Arsch fassen. Hört ihr das? Das sind so Kügelchen. Ich glaube, das ist auch mit, wenn man kleine Kinder hat, dass die da so ein bisschen rumkrabbeln können. Ja. Meine haben auch immer alles auseinandergenommen. Und rumgedatscht und rumgeknetet. Bis es dann nicht mehr so ausgeschaut hat, wie ich es ihnen gegeben habe. Aber egal. Ja. Das war's von denen. Wie schon gesagt, freut euch auf Halloween. Wenn meine zwei hier da wieder kommen. Wenn ich sie nicht schon hätte, würde ich sie kaufen. Aber es kommt ja nicht nur die zwei. Aber das wird ein anderes Video. Ich verspreche es. Das Video kommt auf jeden Fall noch, wo wir die Herbstkollektion besprechen. Weil da gibt es wirklich einiges zu besprechen. Ja. So viel zu mir. Und meinen Buddies. Ja. Also, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Über ein Däumchen. Oder zwei. Ja. Verbreitet mich. Erzählt von mir. Ich freue mich über alles. Ich freue mich über jeden Abonnenten. Und ich kann es auch nur immer wieder sagen. Ich freue mich wirklich. Ich freue mich. So. So viel jetzt dazu. Genug gefreut. Genau. Jetzt tun wir wieder was. Und ganz wichtig, morgen, wenn wieder mein allwöchentliches Video kommt, vielleicht schaffe ich es auch vorher noch, das Video mit der Herbstkollektion zu machen. Ich weiß es noch nicht. Aber, also entweder heute noch oder morgen. Ihr seht es ja, wenn ihr eine Benachrichtigung habt. In diesem Sinne, habt einen wunderschönen Abend. Bis, ich weiß nicht, bis wann. Ja, die Tage, die Stunden. Bis demnächst. Macht's gut.